Volles Engagement bei der polysportiven Stafette des Krebs. 50 Fünfer-Team aus allen Teilen des Kantons sind hierher gekommen. Die, glaube ich, sind von Uzwil oder Oberuzwil hierher gekommen. Das haben wir einen freien Mittwochnachmittag. Und mich jetzt interessiert, ob der engagierte Lehrer selber auch mitläuft. Ich lasse nur die Schüler laufen. Das ist immer ein guter. Ja, selbstverständlich. Sind sie freiwillig dabei? Da müssen wir es selber fragen. Julian, okay. Freiwillig dabei? Ja, sicher. Warum? Ja, weil es ist halt einfach lustig. Aber, ja. Lustig, weil es ein Team ist? Ja, und halt mal ist streng. Ja, weiß auch nicht noch was. Okay, gut. Und wir gehen doch gerade mal noch zu den Girls über fragen. Freiwillig dabei? Oh, hast du gehört? Seid da hinten. Wir sind eingesprungen für zwei, die verletzt waren. Oh, schlimm verletzt? Ich weiß es nicht. Ja, ehrliche Antwort. Du, und dann wird doch geschossen. Ist das noch gefährlich? Beim Schiessen? Blub. Ja, kommt drauf an, wenn jemand vorne ansteht, dem vielleicht schon. Bleigeschoss, gell? Ja. Hast du geübt mit mir in der Schule? Schiessen nicht, alles andere schon natürlich. Und wie sieht es mit der Freiwilligkeit zuletzt aus? Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe noch ein bisschen Zucker bekommen, sie dürfen noch früher von der Schule weg. Aber eigentlich sind alle freiwillig dabei. Ja, es sind motivierte Schüler. Super, hä? Meine besten Sportler natürlich. Was sind das? Zweite Jahr Oberstufler oder was ist das? Das sind jetzt erste, zweite und dritte Oberstufe gemischt. Ah, gemischt, hä? Ja. In meinem Team sind immer 5 Schüler. Ah, 5? Ja. Warum denn? 5? Ja, der erste dort schwimmen, der zweite dort einen Berglauf machen, der dritte dort biken, der vierte dort Inlineskaten und der fünfte macht einen Biathlon. Hey, wer macht Biathlon? Der geht da hin, schau. Komm, die komm. Zwei, geht? Das sind gerade die beiden Biathleten. Ein Mädchen. Wie heisst du? Noemi. Und du schiessest auch dann? Ja. Hast du geübt? Ja, also halt gar nicht zu Jungschützen. Aber ist, aha, bist du bei den Jungschützen? Ja. Da wird ein Bleigeschoss geschossen, gell? Ja. Und was machst du? Auch Biathlon? Ja, ich mache auch Biathlon. Machst du freiwillig mit? Ja. Hey, wie siehst du das so? Müssen wir gewinnen oder geht einfach Teilnahme ist wichtiger? Ja, geht um den Spass. Geht um Spass, ja. He? Okay, super. Und der Lehrer der motiviert euch zünftig. Wir müssen eigentlich auch mitmachen, ist irgendwie schade, he? Ja. Kannst du es vorstellen? Ja, ich würde gerne mitmachen, aber gell, gibt ja keine Lehrerkategorie. Freie Mittwochnachmittag, du machst mit, warum? Weil es Spass macht und schwimmen und ich alle auch Leistungsschwimmen tue. Aha. Da kommt es darauf an, gell, beim Schwimmen? Ja, also die Zeit wird dann auf die nächste übertragen. Was machst du? Also, ich tue auch schwimmen. Du bist auch schwimmen? Ja. Du bist auch Leistungsschwimmerin? Ja. Ja. Was machst du? Crosslauf. Hoppla. Du siehst genau danach aus. Du übst das, gell? Du bist gut. Das weiß ich nicht. Aber du machst brutal laufen, das sieht man dir gerade an, gell? Okay, danke. Wo macht sie dort hin, die Kollegin? Ich tue Biken. Oh, 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 oh. Du, gibt es eigentlich irgendwie eine Etappe, die einfacher ist oder schwieriger ist? Oder sind alle etwa gleich? Ja, durch abgeht am einfachsten. Engagement auch von Mütter, Daniele Neberli. Ich bin hier mit meiner Tochter. Ich betreue die Schwimmer vom OZ Gams, vom Widem. Aber du machst selber nicht mit, gell? Nein, ich mache selber nicht mit. Aber wäre das spannend, du wärst auch so sportlich noch, gell? Also, wenn es nicht zum Skifahren würde, dann würde ich mitmachen. Ich tue sehr gerne Skifahren. Aber sonst, das sollen mehr da die Jungen machen. Aber es ist ja schon gigantisch, gell? Die können von überall her, gell? Von Oberuzwil, was der Teufel. Also, ich bin jetzt gerade erstaunt. Es sind ja extrem viele verschiedene Gruppen. Und du, ich bin diese Woche angefragt worden, Mami, kommst du mit? Dann sage ich ja nur, dann komme ich mit. Und bin jetzt überrascht, wie gut dass das organisiert ist und wie viele Leute es da sind. Ja. Spannend. Organisation und eben auch ein anspruchsvoller Streckenplan. Hier zum Beispiel eine ganz starke Steigung. Der Sportlehrer und Schulratspräsident André Fernandez ist auch selber beeindruckt. Markus Ziel. Also der erste Teil ist sehr knackig und nachher ist es zum Geniessen. Ja, also ist für mich auch eine Herausforderung. Aber heute bin ich vor allem als Organisator und Betreuer da und lasse die Jungen da beißen. Erstaunlich eigentlich, woher die Leute überall können. Gell? Die können von Oberuzwil, weiss der Teufel her. Ja, das ist die kantonale Ausscheidung und es ist schön, dass aus dem ganzen Kantonalgebiet auch Leute kommen. Und auch wenn sie jetzt den Weg dreimal da zu uns gemacht haben, sie haben es jedes Mal genossen. Und meinst du, Schwedenberger, haben wir eine Chance? Wir haben immer eine Chance. Der Röbi Küng als Leiter der Teams von Grabs ist immer ambitioniert, zum vorne nie fahren. Und bis jetzt haben wir auch immer Teams aufs Finale können schicken. Also es sieht gut aus. Ja, Jenny, gell? Und den Plan den hast du gemacht, gell? Ein Riesenbütz, nicht? Und ein Stolz hast du mir gesehen, das an. Ja, wirklich. Ja. Das ist mein Lieblingsplan. Man sieht hier in den verschiedenen Farben.
sind die verschiedenen Leute. Wir haben rote Pünktchen mit den Nummern drauf, sind alle Zivilschützer. Die gelben, die überall verteilt sind, in allen Bereichen, sind Schüler. Dann haben wir auch noch grüne dazwischen. Das sind erwachsene Personen, eben, das können Lehrer sein, Pensionierte, andere Kollegen, Leute aus der Familie, einfach solche, die uns unterstützen. Was hast du vorhin gesagt, 100 oder 200 Leute? Über 100 Leute, etwa 120 Leute. Helfer ja, haben wir, ja. Ja, ja. Mhm. Genau. Und dann sind die verschiedenen Strecken hier drauf. Jetzt sehen wir uns noch mal schnell an. Hier. Genau, wir haben, also hier befinden wir uns jetzt, hier ist das Schulhaus Unterdorf. Da startet dann nach dem Schwimmen der Jagdstart der Crossläufer. Und Jagdstart heisst einfach in der Reihenfolge vom Schwimmen werden sie da gestartet. Ja? Genau, genau. Mit dem Rückstand, den die Schwimmer sich eingehandelt haben, könnten die Läufer starten. Die gehen dann über das Lukashaus. Darauf dort schon die erste Steigung. Im Lukashaus haben wir noch die Lukashaus-Fanmeile, wo dann hoffentlich die Sportler tatkräftig unterstützen werden. Dann gehen sie weiter über Stuttner Schulhäuschen, Winkel drauf, hier auch eine interessante Steigung drin. Und dann eher flach mit einem kurzen Gegenanstieg in die Wechselzone zu den Bikern. Dort übergehen sie die Biker, die gehen dann Richtung Buchserberg, weiter Parcours, machen eine Runde. Und da eben der anspruchsvolle erste steile Kilometer, der also wirklich einiges abverlangt. Abfahrten haben sie dann auf Kies, Asphalt, Wanderwege. Geht es dann wieder retour, taggen das Hasengässli ab, das ist eine relativ steile Abfahrt. Und dann flach weiter Richtung Ettimark. Hier überqueren wir die Hauptstrasse. Die Hauptstrasse haben wir gesichert durch Feuerwehrleute. Das ist natürlich meine Strecke. Die Übergabe kann man filmen. Bei allen anderen Kopf verdeckeln wollen, dann müssen wir recht mitbeisten und machen und tun. He? Ja, das drückt nämlich, weil es sind einige Höhenmeter, die hier zurückliegen. Hast du wohl ausgerechnet, wie viele Höhenmeter sind es so? Auf jeden Fall eine Zünftung, also, es sind einige, ja. Also allein auf der Laufstrecke sind es schon gute 100 Höhenmeter. Ja. Und ja. Bike kommen dann noch einige dazu, etwas dreifach. Und lieber Abfahrt, wenn es so Schwein ja. Zunen ist, es ist nicht allzu nass, also vielleicht auch nicht allzu gefährlich. Gell? Ja, wir hoffen natürlich, dass die Straße noch ein bisschen trocknen mag, dass es möglichst hoffentlich keine Unfälle gibt auf der Bike-Strecke, Inline-Strecke, die natürlich am meisten gefördert sind. Ja. Schlecht Wetter. Ja. Ja. Was sind wir hier bei der Ettimark von heute weg? Die Inliner, das ist das Grüne, gell? Genau, das Grüne, die gehen dann ins Ried, drüllen hier zwei Runden und nach der Fabrikstrasse darauf wieder Richtung Unterdorf. Und dort übergehen sie dann einen Biathlon. Den Biathlon kennt man ja eigentlich vom Winter her, wo gelangläufelt wird und geschossen. Bei uns wird nicht gelangläufelt, sondern einfach geschossen und gesprungen. Also sie schiessen zweimal. Und wie breit geschossen, gell? Mit Bleigeschoss, gell? Ja, ja, genau. Und springend zwischendurch dann einmal wieder eine Runde. Und aha. Je nachdem, wie sie treffen, müssen sie halt noch eine Strafrunde absolvieren. Heiter, fahren wir mal. Was ist deine Aufgabe an diesem Tag, nebst dem, dass du ein bisschen nervös bist? Ich bin gelassen wie verrückt. Nein, ich hoffe, dass alles passt. Und jetzt ist dann, gehe ich dann mit den Crossläufern den Anfang der Strecke anschauen. Nachher komme ich retour, mache mich bereit und gehe um 1:30 als Vorfahrerin nochmal die ganze Strecke abfahren, um zu schauen, ob alle Helfer am richtigen Platz sind, falls irgendein Problem irgendwo ist, dass wir das noch schnell lösen können. Und dass auch alle, die irgendwo als Helfer stehen, wissen, aha, Jenny ist vorbei, jetzt geht es dann los. Weil um 2:15 haben wir dann den Start. Das war am Vormittag. Dann hat es aber zuerst mal eine Mittagspause gegeben. Ich sage es nochmal, 50 Teams aus allen Regionen vom ganzen Kanton sind hierher gekommen. Es hat Bubengruppen gegeben, Meitengruppen, Mixgruppen. Und man hat eben auch noch trainiert. Also nicht alle sind solche, die hier angetreten sind, die eben jeden Tag das üben. Es braucht auch Mut, in den Teams anzutreten. Aber das Engagement, das war spürbar. Und dann hat man die Streckenpläne angeschaut. Was ist schwierig? Was könnte noch trügen? Daran hat Fernandes jetzt ja angesprochen. Eine gäche Steigung beim Biken, aber eben auch die Laufstrecke könnte trügen. Die Mütter haben überall ein bisschen geholfen, beraten und ich habe Jenny noch mal gefragt, wie es denn mit der Laufstrecke sei, ob das nicht sehr, sehr schwierig sei, der Cross. Die Laufstrecke, ja, hat ein paar Steigungen, etwa 100 Höhenmeter gehen rauf, hat ein paar Abwärtspassagen drin, hat Kies, hat Asphalt, einen Haufen Kurven, es drückt also, jawohl. Für dich wäre es kein Posten, gell? Aber für die Jungs und Girls natürlich, ja, also da muss man schon noch ziemlich viel trainieren, da kann man einfach herkommen und das machen. Wir haben natürlich hier eine Bandbreite an Schülern. Wir haben solche, die wirklich Wettkampf laufen, schweizerisch top sind. Und dann haben wir solche, die einfach gerne dabei sind. Und das ist eben spannend, weil alle mitmachen können.
Es gibt ja auch dem Schwimmen eine Jagdstätte, oder? Dann zuerst mal die Läufer auf die Strecke, geben dort rauf, übergehen dann hinter den Träger, dann dort am Biker. Gibt es irgendeine Strecke? Die Biker gehen aber dann zur Etimark, übergehen dann dort den Inliner. Die Inliner können dann hermachen, Biathlon. Gibt es irgendeine Etappe, die du als schwierigste einstufst? Nein, wir sagen, jede Disziplin hat das gewisse Etwas und überall hat es Passagen drin, die eben relativ steil oder streng sind. Ich denke, da muss man überall Top-Sportler haben, wenn man vorne dabei sein will. Du bist jetzt in der Organisation, oder? Also, da sind wir lang dran, gell, bis etwas. Ja, da sind wir definitiv einen Haufen Stunden dran, bis noch alle über 100 Helfer eingeteilt sind. Da haben wir Schüler, Lehrer aus dem Zivilschutz, Erwachsene, Pensionierte, da sind alle am Helfen, bis noch die alle eingeteilt sind. Bis die Strecke gekennzeichnet ist, abgefändelt ist. Ja, es braucht alles Zeit. Ja. Bist du lange mal interessiert, Jenny? Gell? Du magst ja wirklich sicher etwas Brutales. Also, sag jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wie viel trainierst du jetzt? Das willst du, glaube ich, gar nicht wissen. Mal. Also, ich trainiere 4-mal in der Woche. Mit den Kindern oder ohne Kind? Jetzt das schon im Kindergarten, sind in der Schule, ohne Kind, jawohl. Aha, also gleich, also trotzdem, es kommt nichts von nichts, gell? Nein, Sepp, ganz sicher nicht. Also wer da vorne schnell ist, die trainieren auch. Der Danny Fetsch, schweizweit bekannt, wie viel trainiert er? 4-mal in der Woche. Und meinst du, hast du eine Chance da? Ja. Ich möchte euch nach dem Vortrag der qualitativen Stafette hier in der Schule von Graz begrüßen. Wenn es irgendwie etwas gibt, oder man Strafen machen würde, oder sonst etwas, gibt es immer ein Juryurteil. Auch wenn die Team-Captains etwas haben oder gesehen haben, einfach zu diesen Leuten gehen mit den grünen Shirts. Dann ist es ganz wichtig, es hat Streckenposten um und das sind alle die, die eine Leuchtweste anhaben. Am Schluss des Wettkampfs bitte ich Team-Captains, die Nummern wieder abzugeben. Und zwar drinnen. Ihr habt drinnen noch so ein rotes Camperlei-Säckli, das ist der Effekte-Transport. Diese Säckli werden vom Crossläufer von 7 Rücktransport mit abgenommen. Keine andere Tasche. Also wenn der Biker da noch Rucksack und weiss Zucker war oder auch so, wir nehmen nur die roten Säckli mit ab. Und nach den Ausführungen von Peter Sulzer ist es dann langsam losgegangen. Erstaunt hat mich das Material, das hier die Leute hergebracht haben. Also man hat wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und man hat auch gesehen, das Interesse war dermassen gross gewesen, am Sport aber natürlich auch am Gewinnen. Und dann hat Jenny Düssel den Lauf erklärt. Also ich spreche Hochdeutsch, dass hoffentlich alle das verstehen. Und sonst meldet ihr euch, dann kann ich es euch nachher nochmals erklären. Mhm. Auf allen Bereichen ist genau erklärt worden, wie das jetzt soll denn vonstatten gehen. Wir müssen langsam pressieren, wir müssen in die Schwimmhalle. Aber hier haben wir noch gesehen, die hätten auch Interesse, die Kleinen, die können irgendwann. Und jetzt sind wir in der Schwimmhalle angelangt und dort haben sie eben dann die ersten von diesen Teams mal eingereiht. Dann nehme ich Zeit und es gibt immer 5 Sekunden Abstand. Also wir müssen immer auf den Pfiff hören, am Anfang sage ich auf die Plätze, dann pfeife, dann geht der Erste. Dann pfeife wieder beim zweiten, dritten und so weiter. Hast du das verstanden? Gut. Vorne sollte gelb sein, schwarz, weiß, rot, grün. Perfekt. Okay, super in der Tat. Disziplin pur und genaue Kontrolle, ob die Wenden, die sie hier machen, auch wirklich gemacht werden. Also respektive, ob man immer auch wirklich hier bei der Wand anschlägt. Und wenn nicht, dann hat es über eine Strafzeit gegeben. Es war auch gar nicht so einfach, hier in diesen Bahnen mehrfach zu schwimmen. Und eben, die Kontrollen waren genau. Also bist du zufrieden bis jetzt? Ja, sicher. Kontrolle muss sein. Das ist ganz klar. Und Jugendliche haben gezeigt, dass sie eben nicht nur sportlich gut sind, sondern eben auch im Controlling-Bereich hier mitmachen. Mir ist erstaunt, ganz verschiedene Schwimmstile sind angewendet worden. 16 Längen an 25 Meter müssen geschwommen werden. Ich kann mich gut erinnern, ein Schwimmbrühe, das sind 400 Meter. Wir haben zwischen 8 und 9 Minuten dürfen haben. Aber die hier, die sind zum Teil viel, viel schneller gewesen. Gut, sie haben gesagt, sie sind Leistungsschwimmer. Sie sind natürlich bei den Schwimmclub. Aber nicht alle sind bei den Schwimmclub. Und die sich hier trauen, hier mitzumachen, und das am freien Mittwochnachmittag, die zeigen ja, was die heutige Jugend eben wert ist, was sie alles kann, welches Engagement das sie mitbringt. Musik.
Wie siehst du eure Chancen? Ja, gut, gut, ja. Also das ist der erste bis dritte? Erste bis dritte, ja, ist unser Ziel für heute. Ja. Alles andere ist nichts. Alles andere, ja. Sind wir nicht zufrieden, nein. Trainierst du sonst auch? Also bist du immer am Trainieren? Ja, auch ein bisschen, ja. Und bist du sonst einfach von der Konstitution her... Oh, jetzt geht's los, jetzt müssen wir aufhören. Ja, schon langsam. Wir können starten. Wir tun genau so wie dreistehen in der Reihenfolge, die ich sage. Das ist Heuerbruck. Start Nummer 2 sind die Ersten. Dann Start Nummer 23, Grabs 1. Ist ausgegangen, ihr Swiller gerüstet. Die einen haben eine Rangliste angeschaut vom Schwimmen, wer hier der Reihe nach kommt. Und ihr seht, von überall her können sie. Und tatsächlich Heerbruck und Krabs nach dem Schwimmen an erster Stelle. Das heisst also, der hat vorher gesagt, ja, erster bis dritter. Und eben der Danny Fetsch. Du meinst, der Fetsch eine Chance? Was sagst du? Ich. Ja. Ich, was ich sage? Ja, ja. Ja. Der macht das. Man hat von Danny Fetsch eben gehofft. Eben gesehen, der kleinste Danny Fetsch und das andere ist der erste Crossläufer von Heerbruck. Und der ist zack und weg. Danny Fetsch hat sich gerüstet. Und wir sehen jetzt, wie der da läuft, überhaupt eine Chance hat gegen die langen Beine. Ich habe dann probiert, mit dem Velo ihm ein Stückchen nachzufahren. Ja, die kurzen Beine haben problemlos gegen die langen Beine gekommen. Je mehr dass es ein bisschen bergauf gegangen ist, da Richtung Lukas aus, umso näher ist er den im Spitzenläufer von Heerbruck gekommen und hat auch den dritten Läufer problemlos abgekriegt. Ich habe dann das Velo gepackt und bin dann sofort Richtung Gegend zu der Übergabe gefahren. Aber oh, jetzt, der Dänisch ist schon durch, aber der Velofahrer, der habe ich noch verwünscht. Und ihr seht einen grossen Rückstand vom Spitzenläufer von Heerbruck und ganz eindeutig, der Deni hat das, was man sich von ihm versprochen hat, gehalten und hat da schon ein Wässerli rausgelassen. Im Aufstieg hast du geholt, gell? Ja. Und dann ist Schlag auf Schlag weitergegangen, Wechsel vom Crossläufer zu der Velo und nachher eben dann von der Velo auf den Inliner, von den Inliner zu schützen. Überschaut euch einfach den Wettkampf, nicht vergessen. Alles Jugendliche im Oberstufenalter, freien Mittwochnachmittag, Engagement pur. Und wenn ihr die Rangliste nachschauen wollt, dann könnt ihr locker im Internet selber suchen. Die findet ihr eigentlich ganz gut eben unter Polysportive Staffette St. Gallen. Thank you.
hopp, 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 hopp. Oh, da! Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja. Wie ist es gelaufen bei euch? Gut, wir haben gewonnen. Ganz gut gelaufen. Und die Freundin hat aber nicht gewonnen, oder? Nein, die muss noch. Muss noch? Ja. Hast du eine Chance auf einen vorderen Platz? Ja, ich denke ja, schon. Also wir hoffen. Es ist eben ein Fehler passiert. Eigentlich wären sie etwas weiter vorne, aber irgendwie hat man nach dem Schwimmen einen Fehler gemacht. Irgendwie 10 Minuten plus, obwohl er gar nicht stimmt. Ja, der wird nachher abgezogen, darum ist er so weit hinten. Am zweiten Stelle ist Grabs 1 mit 1 Stunde 4 Minuten 27. Und an der dritten Stelle ist Oberstufe Quarta mit 1 Stunde 5 Minuten und 56 Sekunden. Ich habe drei Strafrunden mit dem Säckchen. Ja, 15. Das ist gut.